Gratulation, Finale. Wie viele Tore schießt du im Finale, wenn du in zwei Spiele 7 machst? Boah, das ist mir echt egal. Ich würde einfach nur gewinnen mit der Truppe. Und wie viele Tore ich dann am Ende schieße, ist echt egal. Warum habt ihr, ich meine natürlich Streu, aber ihr, das Spiel war ja sehr lang, sehr eng, aber nur weil ihr keine Tore geschossen habt. Ihr wart sehr drückend überlegen. Ja, das stimmt. Und die haben einen guten Goal drin. Dann war halt die Gefahr, dass wir es zu offensiv angehen, zu gierig werden und die im Gegenstoß dann vielleicht 1-0 in Führung gehen. Das war heute nicht der Fall. Deswegen haben wir uns heute vielleicht eine Spur leichter getan als letztens noch. Mensch, ich stelle dir die gleiche Frage wie Manuel. Wie kann man als Villacher am Fasching Samstag sich vorbereiten auf so ein Spiel am Sonntag? Gegen die Wiener jetzt? Ja. Ah, ich habe zwei Kinder, ich gehe schon zum Umzug, aber dann hoffe ich, dass ich den richtigen Weg finde und rechtzeitig daheim bin. Davon bin ich überzeugt, man hat ja noch die Chancen auf 2 Meistertitel. Ich glaube, das ist der Mannschaft dazu zu trauen. Ja, sie haben eine Riesenaufgabe, aber das ist unsere Zielsetzung und ich hoffe, das ist machbar. Noch ein Satz zu 99% Althofen, der Finalgegner, die sind 5-1 vorne im Spital, wo wir das letzte Mal geschaut haben, Bahnhardt. Ja, hat sich, glaube ich, abgezeichnet. Das ist eine sehr gute Truppe. Ganz ein anderes Eishockey wahrscheinlich wie gegen Völden oder Spital jetzt. Die spielen auch sehr gutes Eishockey und ich glaube, es haben sich die zwei richtigen Mannschaften jetzt durchgesetzt und ich freue mich auf ein cooles Finale. Sag ich danke, Benji. Wir sehen uns am Sonntag in Steindorf gegen den WFV. Ciao, Papa. Servus.